Ahoi meine Lieben, es gibt Neues vom Edeka-Marktleiter in Regensburg. Der hat seinen Beitrag, der viral ging, inzwischen gelöscht. Grund, er wird bedroht und zwar von Linksextremen. Darüber und über vieles mehr möchte ich mit euch sprechen und damit begrüße ich euch beim Deutschlandkurier. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, uns folgen auf Telegram und auf X, also Twitter, und die App vom Deutschlandkurier runterladen. Ihr kennt das Spiel. Meine Lieben, der Marktleiter aus Regensburg, der machte öffentlich, was in seinem Laden, in seiner Edeka-Filiale tagtäglich passiert, nämlich da wird geklaut für mehrere hundert Euro. Und deshalb wird der Marktleiter, er heißt Konstantin Gatzke, er ist 48 Jahre alt, nun bedroht. Er hat dazu auf Facebook geschrieben: Leider werde ich gerade durch Ultralinke fertig gemacht. Es wurde mir auch schon per Instagram gedroht. Ultrarechte nützen es wiederum für sich. Ich bin weder rechts noch links. Ich habe nur über die Tatsachen berichtet. Ja, mein lieber Herr Gatzke, genau das Gleiche machen wir hier auch. Wir berichten über Tatsachen. Deswegen weiß ich gar nicht, warum Sie uns hier, die Konservativen, damit genannt haben, weil wir nutzen das ja nicht für unsere Zwecke aus, sondern wie gesagt, wir berichten über das, was passiert ist, was Sie uns berichtet haben, das erzählen wir nach. Und was daran nun so schlimm sein soll, dass das ein Grund sein soll, warum Sie jetzt erstmal sich zurückziehen und Ihren Beitrag gelöscht haben, das wissen nur Sie. Aber es ist auch mal wieder symptomatisch, diejenigen, die Sie bedrohen, das sind eben nicht die Konservativen, das sind nicht die Rechten, nein, das sind die Linken. Die Linken werfen dem Filialleiter vor, gegen Ausländer zu hetzen, gegen sogenannte Flüchtlinge zu hetzen. Daran sieht man auch mal wieder, was das für Leute sind. Also in deren Augen dürfen diese sogenannten Flüchtlinge, diese Asylanten, die dürfen sich hier aufführen, wie sie wollen. Also ich meine, gerade bei den Jungs, fast jeder von uns hat mal, als er Jugendlicher war, mal irgendwas mitgehen lassen. Aber wir haben uns doch wenigstens noch die Mühe gegeben, das irgendwie zu verstecken, so wie dieser Herr hier. Also wir sagen, wir wären doch niemals so dreist gewesen, da reinzuwandern, uns die Taschen voll zu machen. Die Tüten werden übrigens auch geklaut. Und dann einfach wieder rauszumarschieren. Und vor allem, es passiert nichts, es kommt keiner, es kommt kein Ladendetektiv. Ja gut, ab und zu wird dann mal die Polizei gerufen und dann werden die Personalien aufgenommen. Aber dann dürfen die auch sofort wieder gehen. Also das muss ich mal vorstellen, wo wir gelandet sind hier in Deutschland. Ja, meine Lieben, meine Sympathie für den Gatzke ist auch so ein bisschen geschwunden, wenn ich hier wieder lese. Er hat den Facebook-Beitrag nicht gelöscht wegen der Drohung, sondern ich will niemanden, egal ob rechts oder links, eine Plattform für Hetze bieten. Mir ging es nur um die Diebstähle. Ja, wo ist sie denn, die Hetze? Nochmal, wir berichten doch einfach nur das, was Sie uns erzählt haben. Und weiter, ich will nicht in die rechte Ecke gestellt werden. Ich habe selbst einen Migrationshintergrund. Ja, mein Gott, der Mann heißt Konstantin Gatzke, also so weit her kann das mit dem Migrationshintergrund auch nicht sein. Aber ich weiß auch nicht, warum man das immer erwähnen muss. Aber gut, ich will auch nicht zu ausverschämt sein, zu unverschämt sein. Ich bin immer noch froh, dass er sich überhaupt zu Wort gemeldet hat. Und er hat auch übrigens Zustimmung bekommen, auch aus eigenen Reihen, auch von anderen Filialleitern, die gesagt haben, genauso ist es bei uns auch. Und es wäre großartig, wenn sich diese Filialleiter nun auch mal melden würden, das Gleiche machen würden wie der Herr Gatzke. Aber ja, ich denke, da können wir noch ein bisschen länger drauf warten. Der Schaden in seiner Filiale beläuft sich monatlich auf 12.500 Euro und die Regensburger Polizei hat das Problem auch bestätigt. Und auffällig soll sein, dass in einem circa ein Drittel der Fälle die Tatverdächtigen die tunesische Staatsangehörigkeit haben und einen sogenannten Asylhintergrund, wie die Polizei hier sagt. Ganz lustig ist auch, er hat mal aufgelistet, was denn in so einer Tüte drin ist. Also wir haben hier 4 Flaschen Cola, 6 Flaschen Corona-Bier, 2x Kinder Bueno, 1x Mini-Baguettes, tiefgekühlte Riesengarnelen, der Mann hat Geschmack, der Dieb, 2 Tüten Riesengarnelen, Kräuter, Knoblauch, tiefgekühlte Kalamari, eine Flasche Absolut Wodka und Zwiebeln. Ja. Da wundert er sich, er sagt, das sind doch Muslime, wollen die ihren Alkohol weiterverkaufen. Mein lieber Herr Gatzke, es ist ähnlich wie
auch bei uns Deutschen. Nicht alle Muslime sind so gläubig, dass sie sich an den Koran halten. Selbstverständlich wird er auch getrunken. Aber ihre Theorie, dass sie teilweise zumindest Sachen weiterverkaufen wollen, die ist gar nicht mal so falsch. Wenn ich mir überlege, was sonst noch so geklaut wird, Töpfe und ein halbes Dutzend Garnele-Packs à 20 Euro, naja, das wird auf jeden Fall weiterverkauft werden, weil Geld kann man ja auch immer gebrauchen. Meine Lieben, das war noch nicht mein letztes Video. Morgen kommt noch ein Interview mit Gerhard Wischnewski. Ihr kennt ihn, den Bestsellerautor, der jedes Jahr seinen Jahresrückblick rausbringt, verheimlicht, vertuscht, vergessen. Könnt ihr hier drunter bestellen, versandkostenfrei europaweit beim Kopp Verlag. Und mit dem habe ich gesprochen über seinen aktuellen Jahresrückblick. Beim Thema haben wir uns auch richtig schön gefetzt. Es wird interessant, ich denke mal so um 14 Uhr. Das bedeutet aber auch, dass ich euch jetzt schon mal frohe Weihnachten wünschen möchte, weil das Video, das Interview ist ja vorproduziert. Also habt besinnliche Tage, kommt ein bisschen runter und ja, wir sehen uns, keine Ahnung, bestimmt zu den Weihnachtsfeiertagen dann doch schon wieder. Haut rein, macht weiter und bis später.